Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Wie versprochen möchte ich heute der Sache auf den Grund gehen, ist der Bogen die neue Waffe in Season 9 OP, ja oder nein? Es wird nicht jeder meiner Meinung sein. Ich habe aber, wie gesagt, ich habe ja im Community-Tab eine Umfrage gemacht und nach genau 24 Stunden habe ich eine Momentaufnahme rausgepickt. 1527 Stimmen, davon 64% sagen, ja, die Waffe ist OP und 36 nö, die ist ganz okay. Ich lasse eure Meinungen in das Video mit einfließen. Das ist nicht einzig und allein meine Meinung, aber hat meine Meinung zu dem Thema. Sie ist OP, definitiv sehr stark bekräftigt. Ich muss jetzt ein Stück weit mehr ausholen, ein bisschen drumherum reden, damit ihr vielleicht die Sichtweise auch ein bisschen versteht. Und ich verstehe natürlich auch die Sichtweite von den anderen 36%. Ich erkläre euch aber gleich, warum. Obwohl ich denke, dass sie OP ist. Und danach gehe ich mal in den Schießstand und möchte gewisse Argumente mal ein bisschen verdeutlichen. Und möchte euch vor allem zeigen, welche Sniper, die ich eigentlich selber ganz gerne spiele, absolut unbrauchbar geworden ist. Obwohl es eine Sniper und keine Marksman-Waffe ist, ist der Bogen ein Stück weit, nicht nur ein Stück weit, eigentlich schon fast deutlich besser als dieses Sniper. Ich hole jetzt einfach mal ein bisschen aus. Wenn ich jetzt, ich sehe mich jetzt mal kurz zu den 36%, eine neue Season startet, eine neue Waffe, die nehme ich und ich weiß, nicht jeder wird mit dieser umgehen können. Sniper, das ist Sniper oder Marksman-Waffen, bestimmte Waffen können halt viele nicht spielen. Oder die Wingman zum Beispiel. Da zähle ich mich einfach so ein Stück weit dazu. Wenn ich jetzt die Waffe das erste Mal in der Hand habe, zocke die ersten Runden und merke, ich zerstöre die Lobbys, mache jedes Mal extrem viele Kills, Damage und so weiter. Wenn ich es ganz egoistisch betrachte, würde ich das natürlich so wollen, dass das so bleibt. Natürlich sage ich dann zu den 36%, die ist nicht OP, finde ich geil. Aber wenn man, so wie ich als YouTuber, das alles ein bisschen analysiert und noch ganz viele andere Aspekte drumherum betrachtet, dann sollte man sehen, dass diese Waffe OP ist. Erinnert euch an die Zeiten, wo die Charge Rifle rauskam. Da haben auch alle gejammert, die war OP und es gab immer Stimmen, die sagen, die war nicht OP. Ja, warum wohl? Weil man in den Lobbys zerstört hat und den Spaß seines Lebens hatte. Natürlich. Oder als die Alternator den Hop-Up bekam, wie hießen die nochmal? Unterbrechermunition war es, glaube ich. Wie schnell waren die Gegner runtergeballert? Und dann ist natürlich der Hop-Up wieder rausgeflogen. Man darf immer nicht vergessen, man muss auch ein bisschen dafür sehen oder da drumherum schauen, warum ist es denn OP? Oder ist sie nicht, die ist doch nicht OP, ich habe da den Spaß meines Lebens, das kann doch nicht OP sein. Doch, genau eben deswegen. Und die Problematik ist eben, dass genau solche Waffen die Balance zwischen den einzelnen Waffen oder Waffengattungen total durcheinander bringt und eben den Spaß vielen auch versaut. Und deswegen, viele haben argumentiert, die zu den 36% gehören, ja, im Nahkampf ist sie ja scheiße. Ey, eine Marksman-Waffe nehme ich nicht für einen Nahkampf. Argument schon mal Blödsinn. Oder lernt damit umzugehen, wenn ihr es nicht könnt. Auch Schwachsinn. Wenn jetzt jeder mit dieser Waffe umgehen kann, dann sind wir im größten Robin Hood Schützenverein. Sollen wir jetzt nur noch die Pfeile alle um die Ohren fliegen sehen oder hören? Das ist doch total belastend. Es geht doch um die Abwechslung. Waffen, andere Waffen finden und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich gewisse Argumentationen total schwierig. Und das Matchmaking greift teilweise so hart, selbst mich als mittelmäßigen Spieler, 20 Bomb, 4K Hammer, es spielt gefühlt wirklich jeder. Jeder gefühlt Gegner kann mit dem Bogen einfach umgehen und ich habe einfach keinen Bock, eine Waffe zu lernen, die ich vielleicht nicht so geil finde, obwohl ich den Bogen ganz, ganz gut finde. Ich muss aber dazu sagen, ich finde die Waffe, so wie sie jetzt ist, so kann sie bleiben, zu 100%. Denken auch viele von euch, aber nur als Care-Package-Waffe. Ganz ehrlich, wenn es eine rote Drop-Waffe wird, dann wäre der Bogen perfekt, so wie sie jetzt ist. Selbst viele Pro-Gamer, die Waffe schon testen konnten, bevor die Season rauskam, haben gesagt, das ist schon fast vergleichbar mit der Kraber, nur nicht ganz so heftig. Wir gehen jetzt einfach mal ins Trainingsgelände, bevor ich mich um Kopf und Kragen quatsche. Ich möchte euch jetzt erstmal ganz flott Pros und Kontras sagen, bevor ich mit dem Gameplay das so ein bisschen bekräftige. Kontra Nummer 1, und das ist eigentlich fast schon das Einzige, was als fettes Kontra zählt: Wir müssen natürlich jeden Schuss komplett spannen, um die maximalen oder den maximalen Schadensoutput zu haben. Nahkampf
möchte ich nochmal sagen, ja, Nahkampf kannst du aber trotzdem triggern. Die einzelnen Pfeile gehe ich gleich im Gameplay drauf ein. Ist für mich kein Argument. Andere Marksman-Waffen stinken dagegen auch nicht viel, viel doller ab. Das muss man einfach dazu sagen. Und nochmal, eine Marksman-Waffe nimmst du auch normalerweise nicht für den Nahkampf. Pros, ganz, ganz wichtig. Wir brauchen nicht viele Pfeile. Respawn hat gesagt, wir finden nicht viele, aber wir können alle verschossenen Pfeile wieder aufheben. Ob es in der Deathbox ist, wenn der Gegner dann tot ist, oder wenn wir eben die Pfeile nicht richtig getroffen haben. Du kannst ringsrum die Pfeile, wenn du die Möglichkeit hast, an Ort und Stelle zu gehen, kannst du sämtliche Pfeile wieder aufheben, oder eben kommst du irgendwo an einen feindlichen Tatort, wo du nichts mit zu tun hattest, und Gegner haben mit Pfeilen geschossen, dann kannst du natürlich auch die Pfeile der Gegner aufheben. Wir müssen niemals nachladen. Es gibt kein Magazin. Wir können unendlich oft schießen, bis eben der letzte Pfeil aufgebraucht ist. Alle anderen Waffen müssen wir nachladen. Irgendwann hast du mal einen Fehlschuss und dann ist es vielleicht der finale Schuss, der gefehlt hat. Beim Bogen kannst du faktisch wirklich durchballern, bis dir die Finger bluten. Die Waffe hat so gut wie keinen Bullet Drop. Auf Nahkampf und mittlere Distanz gefühlt null, ohne Witz. Natürlich unter der Voraussetzung, dass die Schüsse voll gespannt sind. Lediglich im Nahkampf kannst du ordentlich triggern. Das ist einfach ein fetter Dafürpunkt. Was habe ich noch, was dagegen spricht? Du kannst die Pfeile faktisch nicht orten. Wenn dir die Pfeile um die Ohren fliegen, kannst du die Pfeile, wenn du nicht mal in der Third Party bist, nur hast deine Ruhe, dann raffst du nicht genau, wo es herkommt. Erst dann, wenn ein Pfeil einrastet, dann weißt du, wo es herkommt, und dann ist es meistens auch zu spät. Und ansonsten, ein normaler Schuss von einer anderen Waffe kannst du grob orten, wo es herkam. Bist du in der Third Party, du willst dich vielleicht gerade heilen, und im Eifer des Gefechts ballern so viele Waffen, da merkst du den finalen Pfeil, der dich vielleicht runterballert, nicht. Und wir müssen einfach auch mal bekräftigen, in der Arena, wenn Gegner nur den Pfeil und also nur den Bogen spielen, das ist OP, das bleibt OP, solange bis es genervt wird. Das muss man einfach mal zugeben. Ich hatte in meiner Sudden Death Runde, die ich vor kurzem hochgeladen habe, ein, zwei Runden haben die Gegner fast ausschließlich mit dem Bogen gespielt, und wenn die richtig treffen, hast du keine Chance, und niemand will die ganze Zeit nur Pfeil und Bogen spielen, nur um konkurrenzfähig zu sein. So ehrlich muss man einfach mal sein. Und jetzt gehen wir hier einfach mal hin. Wir heben mal ein Stack auf. 16 Schuss ist nicht viel, aber ich denke, mit 32 Schuss kann man eine Menge machen. Wie gesagt, ich baller hier ein paar Mal ein bisschen daneben. Das sind jetzt 3 Schuss gewesen. Hier hast du ab und zu vielleicht auch mal einen Headshot mit voll aufgeladen 123 Damage. Die Pfeile gingen jetzt hier daneben, und die können wir uns alle wieder aufsammeln. Das ist einfach mal ein fetter Pluspunkt. Natürlich kann ich euch jetzt schlecht vormachen, dass ich nicht raffe, wo die Schüsse herkommen in der Arena, aber die meisten von euch werden das schon gerafft haben. Und wie gesagt, es gab auch ein Argument von einem von euch, die 36 oder 37%, die sagen, das ist nicht OP. Die haben wahrscheinlich nicht oft genug diesen Bogen von Latz bekommen oder nicht deutlich genug, um zu raffen, dass es OP ist. Ich muss aber einfach sagen, und ich möchte da auch niemandem zu nahe treten, der sagt, die Waffe ist nicht OP, dann betrachtet ihr es wahrscheinlich nicht komplett, aber das ist so alles nicht böse gemeint, das ist nur meine Meinung und natürlich auch die bekräftigte Meinung von vielen von euch. Was möchte ich eigentlich noch Schönes verdeutlichen? Und es ist ganz wichtig, wir können hier mal komplett auf diese Hop-Ups scheißen, natürlich im Nahkampf, sicher im Nahkampf ist nicht die stärkste Waffe, aber ich kann auch aus der Hüfte Ast rein, hast du auch überhaupt keine Streuung. Viele machen sich immer darüber lustig, auch in der Arena, ja, die G7 hat jetzt eine höhere Streuung, keine Frage, aber auch hier musst du nicht unbedingt anvisieren, um die Gegner gut zu treffen. Ist kein hoher Schaden, aber du bist immer noch konkurrenzfähig, und wenn du Glück hast, ist vielleicht auch mal ein Headshot dabei. Mal gucken hier, 31 für Triggern. Das ist schon eine ordentliche Nummer, und wir dürfen nicht vergessen, oh, jetzt habe ich tatsächlich mal nicht genug Pfeile, und das ist auch so ein Punkt. Der Schaden auf die Brust 70, das ist einfach stark. Headshot 123, müssen wir auch nicht drüber reden. Und Beinschaden 68, auch enorm. Und jetzt möchte ich euch aber einfach mal verdeutlichen, warum ich denke, dass man sehen sollte, dass der
Bogen, der eine Marksman-Waffe ist, der normalerweise gegen jede Sniper abstinken sollte, OP ist. Warum, zeige ich euch jetzt. Zieht euch einfach mal das Timing rein oder wie lange ich brauche, um mit zwei Kopfschüssen den Gegner zu töten. Das ist bei beiden Waffen noch gleich. Und wir gehen bei dem Bogen mal davon aus, dass der erste Schuss immer gespannt ist und erst der Folgeschuss gespannt werden muss, ohne sämtliche Hop-Ups. Achtung, Sentinel, Triggerer. So, und jetzt machen wir das mit Pfeil und Bogen. Also, wenn hier nicht mindestens eine halbe Sekunde dazwischen liegt, die der Pfeil schneller ist. Und sind wir mal ehrlich, eine Marksman-Waffe mit 123 Damage auf dem Kopf, das ist einfach zu heftig. Ich nehme mir aus Spaß gleich mal noch die G7 oder die Repeater, da habe ich nämlich die Schadenswerte nicht so genau im Kopf. Wir laden hier mal nach, jetzt gehen wir nämlich mal auf den Oberkörper. 70, genauso wie bei Pfeil und Bogen, klar. 3 Schuss, ebenfalls wie bei Pfeil und Bogen. Aber ich denke, die Geschwindigkeit ist bei diesem Pfeil einfach deutlich schneller. Jetzt machen wir das Ganze noch mit dem Bein. 1, 2, 3. Ah, jetzt war noch ein Fehlschuss dabei. Das ist natürlich praktisch. Müssen wir nochmal machen. Also 1, 2, 3, 4. Und jetzt machen wir das mit der Sentinel. 1, 2, 3, 4. Ihr merkt schon beim Zählen, dass das deutlich langsamer ist. Und vergesst nicht, es kann mal ein Fehlschuss dabei sein, dann musst du vielleicht noch nachladen. Das musst du bei Pfeil und Bogen einfach nicht. Und das ist so eine Sache, die sollte man einfach nicht vergessen. Jetzt gucke ich mal kurz, jetzt nehmen wir mal hier noch die G7, einfach mal, um es ein bisschen zu verdeutlichen, um den Headshot-Schaden. Was haben wir denn hier eigentlich? Wir haben hier 60. Ja gut, unaufgeladen 31 und 123, natürlich, keine Frage. Aber wir sind hier in derselben Waffenkategorie. Wie kann es sein, dass zwischen diesen einzelnen Waffen so ein hoher Unterschied ist im Damage? Natürlich, ich muss mindestens 3 Schuss bei einer G7 raushauen, um das wieder reinzuholen. Allein durch die Feuerrate ist das natürlich alles kein Problem. Moment, stellen wir mal auf. Zack, natürlich, das ist schneller als Pfeil und Bogen. Aber es geht hier um den Einzelschuss. Wenn du beide zusammenziehst, brauchst du mit der G7 natürlich deutlich länger. Und sorry für dieses Gehuste. Ich habe irgendwie zur Zeit so ein bisschen chronisch was mit meinem Hals. Das geht mir selber ein bisschen auf den Sack. Und jetzt gehen wir einfach mal spaßeshalber noch auf die Repeater. Und die hat eben auch einen Ladeschuss. 100er Schuss aufgeladen, ist natürlich klar. Wenn ich die triggere, dann muss er wieder komplett aufladen. Hier so. Natürlich 100er Schuss voll aufgeladen. Zack, zack, 74. So. Ja. Die Repeater geht dann noch ein Stück weit mit, alleine weil die Feuerrate deutlich geringer ist als bei der G7. Ob man das jetzt zwingend beides in dieser Kategorie vergleichen kann, schwieriges Thema, sehe ich auch völlig ein. Aber ich denke, mit all diesem Material sollte ganz gut sichtbar sein. Meine Fresse, habe ich heute wieder ein Wortfasching, das ist ja nicht feierlich. Es sollte aber ganz gut sichtbar sein, dass der Bogen in dieser Kategorie, also entweder als Marksman-Waffe nichts zu suchen hat, dann müsste es vielleicht eine vollwertige Sniper sein oder eben eine Care-Package-Waffe. Das ist für mich einfach ein Fakt. Mehr habe ich zu dieser ganzen Geschichte. Achso, Bullet Drop habe ich ja noch gar nicht beleuchtet. Habe ich den Bullet Drop überhaupt schon gezeigt? Ja, Bullet Drop kann ich noch mal ganz kurz zeigen. Nichts Aufregendes, aber viele haben es von euch auch schon mitbekommen, dass der Bullet Drop einfach nur ein Witz ist. Klar, wenn ich die Waffe nicht spanne, naja, dann kommen die Pfeile da vorne nicht an. Das ist mir alles völlig klar. Ich gehe in die untere linke Ecke, zack, der Pfeil kommt an, Kerzen gerade gefühlt. Und auch hier auf die bewegten Dinger. Ich gehe nicht mal hinterher. Pupp, der Pfeil kommt an. Zack, der Pfeil kommt an. Gefühlt in fast kerzengerade. Ja, auf die Entfernung sieht man schon eine ganz leichte Kurve. Die ist aber minimal. Erkennt man das überhaupt mit der Repeater? Ja, die Repeater, die macht natürlich einen kerzengerade Schuss. Man darf nicht gewissen, darf auch nicht vergessen. Eine Waffe, die aus einer Patrone geschossen wird, oder eine Kugel, die aus einer Patrone geschossen wird, die fliegt einfach mal mit 8
100 bis vielleicht 1000 Meter pro Sekunde. Pfeil und Bogen ist eine ganz andere Geschichte. Es wird durch eine Sehne gespannt. Unsere Finger sagen dann irgendwann pup, so, jetzt fliegt der Pfeil nach vorne. Eigentlich sollte so ein Pfeil meiner Meinung nach von der Logik her und von der Physik her eigentlich einen viel größeren Bullet Drop haben. Also wenn der Waffenschaden so bleibt, dann muss der Drop deutlich erhöht werden. Das ist einfach mal Fakt. Natürlich gebe ich auch völlig zu, warum habe ich hier gerade einen Pfeil dazu bekommen? Ich bin gerade am Sliden mit 13 Schuss, auf einmal habe ich 14. Kann das sein, dass ich die vielleicht automatisch einsammle? Oh, haha, da haben wir doch noch was. Das wusste ich noch gar nicht, dass ich die, ich slide hier einfach rein und sammle die Pfeile einfach auf. Das wusste ich auch noch nicht. Na Halleluja, na wenn die Waffe nicht OP ist, dann weiß ich es auch nicht. Nee, mal im Ernst, ich kann eigentlich nur dafür sprechen, dass ich denke, dass ich hier genug Argumente von mir und vor allen Dingen auch von euch bekommen habe, die das Ganze bekräftigen. Die Waffe ist OP, sie hat nur verdient. Lasst mich in den Kommentaren trotzdem nochmal gerne gesammelt wissen, was ihr von dem ganzen Spaß haltet. Sorry, dass ich es ein bisschen ausgeschmückt habe. Ich wollte es einfach ein bisschen stärker bekräftigen. Das soll es jetzt von mir gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, viel Spaß in der neuen Season. Und ja, Daumen da lassen, Abo da lassen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, das war's von mir. Haut rein, ciao.